Hallihallo! Hallo! Schönen guten Tag zusammen! Was geht ab, lieber Chat? Hallo! Danke! Na? Danke! Ja, Spontani J am Starti. Ich habe aktuell sturmfrei. Also dachte ich mir, was mache ich denn wohl mit diesem schönen Abend? Und da ich... Meine Alternative wäre, ich spiele alleine die ganze Zeit Bazaar. Also, beziehungsweise The Bazaar. Oder die Alternative ist, ich spiele mit euch The Bazaar. Ja, Linus, verstehe, dass das deine Alternative ist, Linus. Aber das ist nicht meine Alternative. Yep, Tobi, da haben sie recht. Da hast recht. Frau Ayo ist aktuell in Hannover auf der Eurotier-Messe. Die ist gerade in, auf der, ich denke mal, auf dem Expo-Bereich. Ja, vielen Dank für die ganzen Subs. Holy shit, da kamen ja richtig viele rein. Erstmal, by the way, ne, möchte ich an der Stelle mal sagen. Also, crazy. Gehen wir auch noch gleich drauf ein. Hangover in Hannover. Nee, ich weiß ich auch nicht. Wann nur ein Versuch mit Bazaar? Gute Frage, Marvin Hovic. Ich kann dir sagen, wir haben das aufgenommen. Dennis und ich haben das aufgenommen, nur ein Versuch. Und ich muss sagen, gut, das war nach dem Tutorial der wirklich erste Versuch von uns beiden. Man hat da versucht, viel zu erklären, was man zumindest gerafft hat. Aber vielleicht hat man nicht alles gerafft. Und ich raffe immer noch nicht so viel. Aber das macht fucking Spaß, das Spiel. Mir geht's gut, Jim. Dankeschön. Ich habe gerade sehr, 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 sehr gut gegessen. Und ich bin wohlgenährt gerade und jetzt habe ich Bock auf Bazaar. Danke schön. Ist wirklich ein geiles Game. Ist wirklich ein geiles Game. Werde ich euch dann gleich zeigen. Vielen, vielen Dank, Jigsaw, Pau, Aline, danke, Absolut danke Rolfe, danke. Lunatic Fringe, Phil Kill, Undercover Queen, Alfari, Faust, Macintosh, danke, Colin danke Milka, Tenomi, Tinarina, Merkrobe, Tetsquu, Nikopa, Tarson, Roderick Andara, Raxor, Shahruk, Lukas, Eileen, Yannick, Sterni, Niki, Pixel, runter. Malupux, Wölb, Bobby, Adi, Leila, Til, Taza, Aibekan, Daivari, Mr. Movo gönnt 10 Subs. Vielen, vielen Dank. F an der Stelle. Dankeschön, Mann. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Wo war ich stehen geblieben? Deveri, Bisonator. Holy moly, Alter. Ich war nur in dem gleich geht's los Bildschirm und ihr subbt rein, Alter. Vielen, vielen Dank. Krass. Halboffene Dose, kostet nix. J-Fee, Choi Jun, Exotic, Diggle, Cedric, Tactic, Pachas, Alens, Sveno, CapTalk, Nachunas. Und jetzt muss ich wieder nach oben scrollen, weil jetzt kamen wieder ganz viele andere Subs noch nach, während ich vorgelesen habe. Holy moly, ich mache einfach einen Vorlesestream. The Black Timberwolf. Danke. Dankeschön. Pixels Nantre hat auch einen Sub gegiftet. Dankeschön dafür. Danke. Dankeschön. Sam. Danke. Relativ okay. Nairovil. Cravallo. Mr. Movo hat... Moment, was? Nee, Mr. Movo, ich wollte gerade sagen. Ich bin gerade... Ich dachte, Mr. Movo hat jetzt nochmal 10 Subs gegönnt. Aber wirklich vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön, Domi, Ella Mick, Very Luke, Lucky Luke. Danke, Dankeschön. Danke. Küssen. Aito, Benitora, Bio, Diese, Schneemann, Kampfroboter, Bratmäxchen und Nikilein. Mann, 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 jetzt haben wir es, Jetzt haben wir es, Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank, Das waren mal, keine Ahnung, 50 Subs, die ich vorgelesen habe. Holy shit. Er redet sich warm. Ja, dankeschön, Kona. Dankeschön, Eriko. Dankeschön, Cap Fabay. Danke, dankeschön. Ja, Unon, ich bin am Start, Ja, Chat, was bewegt euch aktuell? Was geht ab? Danke, danke
Was bewegt euch? Heute spontaner Sabaton. Läuft gerade gut. Ja, auf jeden Fall. Wir machen auf jeden Fall jetzt einen spontanen Sabaton, ohne dass wir ausgeschlafen sind, ohne dass wir irgendwie eine Weihnachtsvorproduktion machen. Gar kein Problem. Was genau ist The Bazaar? Das werde ich gleich erklären. Wir stehen uns um die sportliche Gemütslage. Bengals und unser BVB tun sich ja unfassbar schwer. Ja. Also, ich bin wirklich enttäuscht, traurig und alles. Aber ich denke mir, irgendwann müssen ja bessere Zeiten kommen. Und man sieht ja auch, dass gerade bei den Bengals da auch eine Menge Licht ist. Ja, weil Chase ist, glaube ich, von den Stats her der beste Wide Receiver. Burrow ist, ich weiß nicht gerade, ob er auf 1 ist, aber auf jeden Fall auch unter den Top 5, glaube ich, der besten. Und wenn die Bengals nicht so reinscheißen würde, wäre der halt auch im MVP-Rennen. Wie Lamar Jackson von den blöden Ravens. Also, ja, es ist schwierig. Das haben Schalke-Fans vor 5 Jahren auch gesagt. Und nun, ja, Rekius. Und davor habe ich extreme Angst, weil ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten Jahren gerade bei Dortmund einen harten Downfall erleben oder erlebt haben. Also ich weiß nicht, wo der Punkt angekommen ist. Ich muss mal kurz gucken. Ich guck mal kurz nach. Das interessiert mich mal. Trainer Borussia Dortmund. So, wo habe ich denn hier mal eine Reihenfolge? Da, Trainerliste. Da haben wir eine Trainerliste. So, wir gehen mal mit, ja, keine Ahnung, meinetwegen Jürgen Klopp, weil Jürgen Klopp war alles geil, hat alles Bock gemacht, vielleicht nicht die letzte Saison, aber du hattest eine geile Rückrunde, mega geil. So, dann kam Thomas Tuchel, war auch keine schlechte Zeit, du hattest eine Menge Spaß, Tuchel hat, glaube ich, DFB-Pokal auch gewonnen, ne? Thomas Tuchel. Bin ich doof? Nee. Er hat doch einen DFB-Pokal mit Dortmund gewonnen, oder? 2017, genau. Also auch keine schlechten Zeiten gehabt. Du hast da auch ein paar... Nee, da würde ich sagen, da war eigentlich nicht so der Downfall. Thomas Tuchel hat aber, glaube ich, dafür gesorgt, dass Mislintat, unser einer damals noch Chef-Scout, ja weggegangen ist, was natürlich hart abgefuckt hat. Dann kam Peter Bosch. Peter Bosch, dachtest du dir, holy moly, Alter, das geht ja richtig ab. Ich kann mich noch erinnern, ich war beim 7:1 im Stadion gegen Gladbach. Boah, war das geil. Und alle sangen vor der Südtribüne, deutscher Meister wird nur der BVB und Tabellenführer, Tabellenführer, hey, hey, und so weiter. Und danach haben die ja nur Spiele verloren, bis der gefeuert wurde. Und dann kam Peter Stöger, komplettes Kontrastprogramm mit ich stelle mich hinten rein. Das war ja auch nur so ein Übergangsding. Ich weiß gar nicht mehr, wo Dortmund abgeschlossen ist, aber ich glaube nicht allzu gut. Für das, was man vorher hatte. Dann kam Lucien Favre. Also mit dem habe ich auch persönlich nicht so connected, weil, naja, man ist halt vor 3 Jahren kennt man Klopp. Das ist eine andere Art von Mensch, eine Lucien Favre. Dann kam Edin Terzic. Pokalsieg. Aber haben wir nicht weiter verlängert. Warum auch immer. Dann kam Marco Rose. Mit dem habe ich gar nicht connected auch. Dann kam wieder Edin Terzic. Und dann kam schon Nuri Sahin. Also. Und zusätzlich habe ich das Gefühl, dass du immer schlechtere Spieler in dem Verein hattest. Und. Außer die Superstars. Bellingham, Haaland etc. Sage ich nichts gegen. Die haben auch viele Millionen in die Kassen gespült. Aber aktuell fehlt halt auch so ein Bellingham, so ein Haaland. Das fehlt. Und ja, es geht bergab. Es geht bergab. Was soll ich sagen? Es geht bergab. Ja. Also weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wo das hängen geblieben ist. Also das ist auch mit Sicherheit... Holy moly, Tietze, Alter. 25 Subs. Alter Falter. Dankeschön, Tietze 28. Crazy shit. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Richtiger Stürmer fehlt Dortmund. Einwandspieler. Nee. Also Guirassy ist insane.
Girassi ist um Längen meiner Meinung nach besser als ein Füllkrug. Also da kann man nichts gegen sagen. Gegen Girassi. Also an dem lasse ich wirklich nichts kommen diese Saison. Da sind andere die Probleme. Danke, danke schön. Danke. Und ja. Naja, also, ja, was soll ich sagen? Dankeschön. Während ich hier rede, im Rage rede, was heißt Rage? Aber während ich mir in Rage rede, gönnen einfach nochmal wieder Leute Subs. Achioto, Ratchet, André, Kong, Corvin, Minuteman, Zuckender Blitz, Nansimio, Sparrenburg, Max, Chrissy, ASSR Gaming. Wie gesagt, und vielen, vielen Dank an Tietze für die 25 Subs, Holy Moly, und der Blubinator. Dankeschön. Dortmund rennt immer noch dem nächsten Klopp nach. Ja, und deswegen, ich habe das ja auch in... Ich glaube, ich habe es in Ran gesagt. Der Vorteil ist, dass Klopp jetzt zur RB gegangen ist, beziehungsweise zu hier Leipzig, ist, dass halt diese dunkle Wolke nicht mehr über jedem Trainer hängt. Weil Klopp ist fest jetzt nicht... Also er ist jetzt irgendwo anders und kann nicht Trainer bei Dortmund sein. Und das ist gut. Das ist gut. Würdet ihr mal bei Pietsmeet ein Skatespiel spielen? Also, ich habe die nie gespielt. Von daher kann ich von meiner Seite aus nicht sagen, boah, ich hätte da mega Bock drauf. Vielleicht gibt es da mal so ein Video von. Aber ja. Was hast du denn gegen Blutkörperchen-Senkungsgeschwindigkeit? Ja, ja, ja. Da ist wohl jemand ein Medizinstudent oder Tiermedizinstudent. Man weiß es nicht. Ja, also wirklich, ich kann den ganzen Tag über, ich könnte den ganzen Tag mich über Bengals, 76ers, Dortmund, ich könnte mich die ganze Zeit über Sport auslassen. Wenn ich das ganze Wochenende, ich gucke Münster, ich guck wirklich, dann wenn ich Zeit habe und nicht irgendwie was ansteht, dann bin ich eigentlich die ganze Wochenende und sitze nur vorm PC oder vom Fernseher und gucke Fußball, Formel 1, whatever, ich gucke nur Sport. Wäre vielleicht besser, wenn ich das selber mache, aber... ja, und es ist halt jedes Mal traurig. Es ist jedes Mal traurig. Aber irgendwann kommen bessere Zeiten. Irgendwann kommen bessere Zeiten und das wird schon. Und dann Disney-Marathon, jetzt der Ghibli-Marathon. Ne, da bin ich mir sehr sicher, dass der jetzt aktuell nicht kommt. Wir müssen erstmal die ganzen Pixar-Filme jetzt nachgucken. Aber damit haben wir noch nicht angefangen. Wir haben jetzt House of the Dragon Staffel 2 angeguckt. Damit sind wir durch. Und ja, jetzt müssen wir gucken, ob wir vielleicht dann jetzt den Pixar-Marathon starten. Glaubst du, Norris hat noch eine Chance? Ja, also wenn Norris alle Rennen gewinnt und Verstappen immer ausfällt, ja. Sonst sage ich, war das Meisterstück Brasilien für Verstappen. Das sage ich auch als Giants-Fan seit 10 Jahren, auch mit besseren Zeiten. Oh, du glaubst gar nicht. Ich habe in meinem Fantasy habe ich Malik Nabers Meister. Und wenn ich Daniel... Ich habe da... Deutschland-Spiel mir angeguckt, NFL-Germany-Spiel hier, Panthers gegen Giants, ey, boah, Daniel Jones, Alter, der hat mich ja so aggressiv gemacht. Holy moly. Holy moly. Lohnt sich House of the Dragon, gerade mit Game of Thrones-Fan geworden und weiß nicht, ob ich schauen soll. Also bislang finde ich es mega geil. Ich muss aber sagen, Staffel 2 hat mir am Ende so der Banger gefehlt. Aber ich habe jetzt sehr viel Bock auf Staffel 3, um jetzt den Spoiler nicht groß werden zu lassen. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Serie, Unon. Dankeschön. Danke. Ich mag nicht Battlestar Galactica. Richtig. Danke. Dankeschön. Danke. Ja, Seahawks brauchen auch einen neuen Quarterback. Die sage ich auch so. Aber die haben einen sehr, sehr guten Trainer, glaube ich. Mit dem Ex-Defense-Coordinator von den Ravens. Danke. Ich glaube, der macht das ganz gut. Echt? Daniel Jones wird gebencht? Mit 40 Millionen pro Money pro Jahr, Alter. Ach ja. Schon erkennen schon. Nee, noch gar nicht. Ich habe das Warcraft-Jubiläum nicht mitbekommen. Ich habe nur, glaube ich, irgendwer hat Christian geschrieben mit, boah, mega geil, Warcraft 2 Remake oder sowas. Oder Reforged wieder oder ich weiß es nicht. Danke. Dankeschön. Ja. Also ich habe auch schon mit den Leuten, ich gucke ja immer mit den Mods, unter anderem Football. Und da ist so eine kleine Clique zusammengekommen, die sich dann da immer trifft zum Football schauen. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt noch kein Bengals-Fan wäre und jetzt das Knowledge hätte,
ohne Fan von irgendwas zu sein, ich wäre auf gar keinen Fall Bengals-Fan. Auf gar keinen Fall. Mit dem ganzen Knowledge, was ich jetzt habe. Aber gut. Da kann ich mich auch die ganze Zeit drüber aufregen. Da würde ich ja so, ne. Da bin ich schon mal eine Gruppe durchgegangen an Mannschaften, die ich, wovon ich Fan gewesen wäre. Geworden wäre. Aber ja, das kannst du echt, boah. Nervt alles. Nee, Vikings-Fan wäre ich auch nicht. Nee, nee. Kann nochmal durchgehen, weil ich, also wo ich überlegen würde. Also wenn ich jetzt nicht Bengals-Fan wäre und unvoreingenommen rangehen würde, mit dem Knowledge, was so die Franchises letzten Jahre, Jahrzehnte, wie auch immer waren, weil das habe ich ja nicht gehabt. Ich wusste nicht, dass die Bengals super shit sind, als ich damit Fan wurde. Also ich habe mich auch nicht mit der Vergangenheit beschäftigt, weiß ich nicht. Aber ich würde mich entscheiden hier so Buffalo Bills, weil, gut, die waren halt vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut, aber die sind jetzt aktuell sehr, sehr gut und das kann man sich so, die waren über die Jahre auch echt stabil gut und so weiter, kann man sich machen. Miami Dolphins Fan kann man werden, Jets auf gar keinen Fall, Patriots hätte mich wahrscheinlich nicht überzeugt, obwohl die natürlich mit Brady eine unfassbar gute Zeit hatten. Steelers auch eigentlich immer solide, Ravens auch gut. Gut, Bengals, nach der Season, was ich da sehe, absolut shit. Browns, da will ich gar nicht drüber reden. Die haben da ihren Masseur da als Quarterback. Die sind also Browns sind für mich die mit Abstand schlechteste und schlimmste Franchise in der ganzen NFL. Texans, ja. Colts, Titans, Jaguars nicht. Chiefs, klar. Die gewinnen ja auch alles. Dann kann man da auch Fan von werden. Wird man ja eher als von Lappen. Chargers, Broncos, Raiders, Eagles, yo. Commanders, wäre ich wahrscheinlich auch kein Fan von geworden. Cowboys, da kann ich mir auch direkt die Kugel geben. Giants sowieso. Lions, die sind halt auch nur jetzt in den letzten Jahren gut gewesen. Ja, vielleicht haben die jetzt natürlich eine gute Zeit, aber wäre ich glaube ich auch nicht dabei. Vikings nicht. Packers ja. Bears nein. Falcons, fühle ich Atlanta einfach nicht, Tampa nicht, New Orleans nicht, Carolina nicht, Arizona nicht, San Francisco auf jeden Fall, Rams könnte ich mir auch vorstellen und Seahawks einfach, weil die in Deutschland auch cool und groß sind. So, jetzt habe ich sie alle einmal durchgegangen. Zack. Also das wären so, da würde ich eher von entscheiden, wenn ich das jetzt nicht hätte. Aber ich bin leider verfallen in ihn hier, ja, was soll ich sagen? Aber, ja. Naja. So ist das halt. Ich weiß nicht, ob der weiß, dass Hamilton Bronco-Owner ist. Nee, glaube ich nicht. Ach so, Leute, ist das... Worup? Ioi. Ja, kennt man doch. Ja, weißt du, wenn ich das nicht gespiegelt hätte, dann würde ich ja immer so gucken. Weil es sieht ja scheiße aus. Deswegen musste ich das spiegeln. Wenn ich das Schönes alles an der Wand habe, noch einen Michael und den Marco, nur halb so drauf. Und da habe ich noch einen Tiger für Bengals. Dankeschön, Lukpera, Oni, Himbeere, Gaming Yagi, Klanze und Vega. Dankeschön. Immerhin geht WWE hoch nach oben. Also WWE ist in den letzten Jahren besser geworden. Im Gegensatz zu Dortmund und den Bengals. Danke, dankeschön. Naja. Was ist The Bazaar? Ich glaube, wir sollten jetzt mal anfangen zu zocken, sonst werde ich einfach die ganze Zeit nur noch reden. Und naja, schauen wir mal. Dankeschön, Moshmaster, für den Sub. Vielen Dank. Bazaar. Da müssen wir mal reingehen. So. Funktioniert das? Geilon. Ja, perfekt. Warte, ich muss ja noch mal kurz hier was anpassen. Ah! Nein. Nicht so. So. So ist das, glaube ich, gut, oder? Hängt da was im Weg? Bin ich ganz in der Ecke, oder? Ah, jetzt bin ich bestimmt ganz in der Ecke.
Wer ist der Tribal Chief? Auf jeden Fall Roman. Auf jeden Fall. Ich habe dem Original Tribal Chief schon in Philadelphia bei WrestleMania acknowledged. Ich habe immer den Finger hochgezeigt. Jedes Mal. Und ich weiß noch genau, wie neben mir Kalle war und Steini war und Tactics René war und Erne war. Alle haben nicht dem Tribal Chief acknowledged. Und das rechne ich den immer noch negativ an, den vier, mit denen wir da unterwegs waren. Die hätten dem Tribal Chief da auch schon acknowledgen sollen. Aber hey, die wollten ja unbedingt ihren Cody haben. Den alten Staubsaugervertreter da mit seinem Anzug immer. Der Fatzke. So. Wir sind in Bazaar. Bazaar ist ein Spiel aus einer Mischung aus, würde ich sagen, warte mal, ich gucke in die falsche Richtung, ne? Ich muss dir meine Cam spiegeln. Dankeschön. Danke. So. Besser, ne? Genau, also eine Mischung aus Backpack Battles. Ich finde Slay the Spire. Einem Autobattler-Spiel, wobei Backpack Battles ja ein Autobattler-Spiel ist. In der Grafik und dem Design von Hearthstone. Und ist mega geil. Ist mega geil. Also Hearthstone-Regeln sind da überhaupt nicht drin, finde ich. Aber ja. Danke. Die Cam ist ein paar Pixel zu hoch. Okay, das würde mich auch triggern. Ist doch gar nicht ein paar. Ey, was? Das stimmt doch gar nicht. Danke, danke. Perfekt. Danke. Ich sehe das nicht im Rahmen. Erinnert mich total. Ja, genau. Erinnert mich total vom Hearthstone am Design her. Aber das Spieldesign ist halt ein ganz anderes. Danke, Dankeschön. Danke. Der Floa underscore Krümel und The Real One Gamer. Vielen, vielen Dank. Doch unten ist ein Streifen. Was? Unten ist ein Streifen. Ach. Oh mein Gott, du meinst den Rahmen. Besser? Das meinst du. Okay, jetzt haben wir weggetriggert, oder? Okay, braucht eine Brille. Ja, 160% Sehkraft, man wird nicht jünger. Genau, es ist eine Mischung. Ich bin so ein bisschen dahinter gekommen. Wobei, können wir gleich noch reden. Ich würde einfach mal Play machen. Du hast halt Charaktere, verschiedene. Die kannst du dir entspannt holen für 500 von den Kristallen. Die kann ich mir freispielen, Free-to-Play, was ich auch machen möchte. Ich glaube, da brauchst du eine lange Zeit für. Das würde ich dann gleich sagen. Aber du hast halt einen Charakter und mit dem kannst du erstmal spielen. Bergwerk, Dankeschön, Alter. 5 Subs, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und Dankeschön auch an Vay Sith. Danke. Danke. Das Bergwerk gönnt 5 Subs, vielen Dank. Du kannst dir dann die Auswahl machen zwischen Ranked und Normal Game. Und ja, da Ranked gerade Geld kostet, machen wir Normal Game logischerweise. Ich weiß nicht, ob da ein großer Unterschied ist. Mach mal ready. Ich hoffe, die Server halten. Ich bin heute ein paar Mal rausgeflogen. Ich hoffe, die Facecam sitzt da auch okay. Aber ich glaube, da steht sie nicht sonderlich im Weg. Man sieht höchstens, wo meine Kohle ist. Ne? Vielleicht sollte ich nach oben gehen, Chat? Sieht man da ein... Soll ich mich doch lieber nach oben setzen? Sonst siehst du da das Geld nicht, ne? Irgendwie so dahin. Störe ich bestimmt auch nicht sonderlich, ne? Danke, danke. Wir gucken mal, wo wir uns da hinsetzen. Also. Ja, also ihr seht, das sieht schon so... Ich finde, das sieht schon ein bisschen aus wie Hearthstone. So vom Design her. Du hast deinen Charakter. Du hast Leben. 250. Du hast hier dein Gold. 8. Du hast dein Income plus 5. Du hast eine Truhe. Dein Stash sozusagen. Du hast hier eine Tageslaufzeit. Du hast hier dein Leben. Dein richtiges Leben. Overall Leben. 20 von 20 Prestige. Und hier hast du deine Siege, die zählen. Du musst schaffen am besten 10. Ja. Vom Prinzip her ist das so. Das hat erklärt. Und hier ist dein Spielbereich, wo du deine Karten reinlegst.
So, und jetzt suche ich... Kriegst du mal eine Starterwaffe? Beziehungsweise Starter-Item. Das wäre zum Beispiel der Piranha. Das ist den, die Granate. Oder den Bolas. Die haben alle ihre Werte und auch ihre... Naja, wie nennt man das? Klassen? Mit Aquatic und Weapon? Genauso wie Small und Weapon. Und Small und Weapon, die beispielsweise haben, die hat neue Aquatic dran. Die 5,0 Sekunden ist die Abklingzeit. Wo der dann 15 Schaden macht. Und unten drunter ist noch eine Fähigkeit. Da steht ja dann Deals Double Crit Damage. Also wenn das mal critten sollte, macht das logischerweise 30 Schaden. So. Und die Granate hat zum Beispiel einen 80 Schaden. Also da oben sieht man ja auch die 80. Ja, das ist hier bei, wie bei der 15. Hier die 80, 60 ist der Schaden. Die haben schon, der hat schon, die hat schon von vornherein eine Crit-Chance von 25%. Und nur 4 Sekunden Abklingzeit. Da denkt man sich, oh, ist ja viel geiler als der Piranha. Jein. Du hast da diesen kleinen gelben Punkt darunter. Das heißt, das ist, hat nur eine Munition, also One Ammo. Das heißt, die macht einmal nur in diesem Kampf 80 Schaden. Du kannst, gibt Fähigkeiten, wo du dann die Munition nachladen kannst. Kein Ding. Aber da machst du einmalig 80 Schaden, dann war das. Hm. Ja. Und die Bolas, die haben noch die Fähigkeit, die machen ein bisschen, die haben zwei Ammo, machen ein bisschen weniger Schaden als die Granate, aber dafür können sie slowen. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, was am Ende ein smartes Item ist. Also, wir können ja erstmal mal mit einer Granate gehen. Hätte ich jetzt gesagt. Weil wir kriegen ja noch Items. So. Ah ja, habe ich vergessen zu sagen. Man kriegt ja noch Skills. Hier unten. Diese Sternchen, das sind Skills. Skillplätze, theoretisch. Zum Beispiel die am meisten linke Waffe. Diese hier. In dem Fall, weil ich habe ja nur eine. Kann ihr hier hinsetzen, da hinsetzen, wie auch immer. Aber das ist die am meisten linke. Die kriegt dann 24 Schaden. Jede linke Waffe. Oder alle Waffen overall machen 12 Schaden. Oder die am rechtesten Poison-Item. Also es gibt Poison und Burn noch. Und Schild und Heal und so weiter. Noch verschiedene Werte als nur Damage. Kriegt dann plus 6 Poison. Da ich kein Poison-Item habe, sehe ich das jetzt mal nicht so sinnvoll an. Ich glaube, ich gehe mal erstmal overall mit allen Waffen machen plus 12 Schaden. Also ich habe jetzt nicht so ein Waffenbild. Das wäre wahrscheinlich dann smarter, so weit zu gehen. Aber ich mache jetzt erstmal so ein Overall-Waffenbild. So. Wir haben hier unseren Tag. Der schreitet voran. Immer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und du hast halt immer irgendwas, irgendein Ereignis, was dann pro Tag abgeht. Eventuell Kamera unten links. Ja, die könnte ich da unten links natürlich auch hinsetzen. Ich könnte die ja überall hinsetzen eigentlich. Aber hier oben steht es jetzt, glaube ich, auch nicht so im Weg, oder? Ich kann es natürlich auch nach unten setzen. Ja, das geht natürlich auch. Zack, zack. Zack. Hui. Der Stash ist ja nicht so relevant, hätte ich jetzt gesagt. Da stehen wir auch nicht so krass im Weg. Welcher Publisher? Ich glaube, das ist tatsächlich... Ist das nicht von einem Streamer sogar das Spiel? Tempo heißt der Publisher. Das ist ganz neu, habe ich noch nie gehört. Überlegst du die Itembeschreibung? Ah, verstehe ich. Ja, das ist ja doof. Das wollen wir nicht. Hast du recht. Ne, dann machen wir uns nach unten links. Von Reynard. Ah ja, guck mal. Ich weiß nicht mal, wer Reynard ist, aber es ist ein geiles Game. So, also wir können uns jetzt aussuchen zwischen drei Ereignissen dann aus diesem einen Tag. Also wir könnten zu JJ gehen. Der verkauft Items. Wir können zu können uns Chocolate Bars holen. Die werden mir Leben geben. Oder ich kriege einfach Gold. Weil da ich jetzt hier noch eine Menge... Also das ist mein Spielbereich. Ich kann jetzt hier nicht außen was hinlegen, sondern nur auf diesen blauen Bereich. Und da können wir ja noch füllen. Also kaufe ich mir ein Item. So. Wir haben jetzt wieder unsere Bolas. Die haben wir ja auch schon gerade gehabt. Zur Auswahl. Mit zwei Munition, okay. Dann haben wir einmal den Life Preserver. Der macht 10 Schild dazu. Also jede, alle 6 Sekunden kriege ich 10 Schild. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Moment, das ist jetzt... Nee, doch, ist richtig. Wir haben die Kanone. Die hat auch 2 Munition. Und die macht 25 Schaden, die Kanone, alle 4 Sekunden. Und 3 Burn. Burn ist eigentlich ganz geil.
Wir haben natürlich Platz für... Das ist ein Medium-Item. Also das hier übrigens auch, ne? Ist halt der Doppelte davon. Und dann gibt es noch Large-Item. Sie machen drei Plätze. Jetzt die Frage, Bolas oder Cannon? Ich glaube, ich will lieber mit Bolas gehen, weil ich mich jetzt noch nicht so im Burnen sehe, ehrlicherweise. Da hätten wir noch Platz für irgendwas anderes. Ich gehe mal mit dem Bolas. Macht dir 32 Schaden wegen dem Trade, dass das plus 12 Schaden macht. Das könnte ich rerollen, kostet mich 3, mache ich nicht, weil ich habe nur 6 Gold. Ich könnte natürlich auch noch die Kanone kaufen. Ich kann natürlich auch beides machen. Das ist natürlich mega smart. Warum machen wir nicht einfach beides? Why not? So, und dann liefen wir hier. Und ihr seht, dann wird das jetzt gleich einen nach vorne springen. Okay, wird es nicht. Sondern erst dann, wenn ich drauf drücke. Zur Hälfte des Tages fightest du immer einen NPC. Und den kann man dann 3 Münzen kriegen. Oder mehr, je nachdem, was da ansteht. Ein Erfahrungspunkt, das ist halt in der Mitte. Und rechts ist ein Item von dem, was der halt trägt. Das ist ein bisschen blöd. Man müsste lernen, was der Fanged Inglet hat und der Pyro und der Haunted Kimono. Wo gibt's das Game? Ich hab, muss mal danach googeln. Das kann man, glaube ich, das ist aktuell eine Beta. Und du kannst dir das Spiel kaufen für 20 Euro oder 27 Euro und dann kriegst du Zugang zur Beta schon mal. Dankeschön, Tüftler, Core Unlimited, Crystal G, Adderspawn, Mac Double D, Dark Diego, Shadow Knight, Depressed, Deep Rest, Bob Bobson, KS Natna, Alex Gr, Lalle himself, Juliana Tascha und Maru Seru. Vielen, vielen Dank. Ab Dezember gibt es auch Free to Play. Okay, das wusste ich nicht, aber ist doch nice. Ja, dann kann man im Zweifel auch warten. Genau. Okay. Der Haunted Kimono, der hat, glaube ich, nur eine Rüstung. Pyro macht logischerweise wahrscheinlich Feuerschaden. Dann kriege ich so ein Feuerzeug. Und der Haunted Inglet könnte eine Waffe haben. Also gehe ich mal auf den. Oder Haunted Inglet, keine Ahnung. Genau. So, und jetzt kommt der Kampf. Der ist Autobattler. Ich mache gar nichts. Die Zeit geht ab. Und okay, der war easy snack. Den habe ich weggeburstet mit meinen Waffen. So, jetzt könnte ich eines dieser 4 Items kriegen. Ich kriege den Pelz, den kann ich für Gold verkaufen. Er ist jetzt in meinen Stash gewandert. Ihr seht da leider den Platz nicht, aber ich verkaufe den jetzt einfach, weil was soll ich damit? Ich kriege 2 Gold. Boah. So. Jetzt kann ich mir ein Medium oder ein Large Item kaufen. Ist ein bisschen blöd, weil ich nicht so viel Platz habe, hätte ich jetzt gesagt. Ich kann mir Bronzetier-Skills holen, also hier unten. Nur halt im Bronzetier. Oder ein Item einfach so bekommen. So umsonst. Ich würde sagen, ich kaufe mir Bronzetier-Skill. Weil Skills sind eigentlich immer ganz geil, habe ich, glaube ich, das Gefühl. Gucken wir uns die mal an. Was ich von denen kaufen kann. The first time you slow each fight, freeze an item for 3 seconds. Okay, wir haben ja natürlich die Bolas, die slowen. Also könnte ich theoretisch was freezen. Your rightmost shield item has 5 Schild. Okay, wir haben kein Schild, brauchen wir nicht. When you win a fight against the player, gain 2 gold. Klingt jetzt auch nicht so krass. Your rightmost item has 5% crit chance. Fühl ich jetzt alles nicht so krass. Tja. Gibt natürlich viel bessere Sachen. Ich würde jetzt mal sagen... Right Eye, oder? Wo würdet ihr drauf gehen? Wahrscheinlich auch Right Eye, ne? Right Eye oder Slow? Also kostet mich halt 3 Gold. Ich habe 7 Gold. Eigentlich ein... Ja. Ja, Crit oder Freeze. Das hätte ich auch gesagt. Ja, keine Ahnung. Gold finde ich nicht so krass. 2 Gold. Weiß ich nicht. Ich muss ja erstmal gewinnen. Freeze könnte auch stark sein, weil ich will ja eigentlich mit vielen Waffen kämpfen und nicht mit der rechten. Komm, ich nehme mal Freeze. Gucken wir mal. Gut, ich könnte ein Silvertier-Item kriegen. Ich glaube, das kostet mich 8 in der Regel. Also, ich habe noch 4 Gold, eher nicht so geil. Ein XP mehr für umsonst oder Sells Non-Rapen-Item. Wir haben ja eh keinen Platz, also hole ich mir einfach ein XP. So, und jetzt haben wir unser ersten, unser Tag ist rum. Wir spielen jetzt unser erstes Match gegen einen anderen NPC.
Das ist, glaube ich, einer, der nicht den wir spielen. Keine Ahnung, wer das ist. Ah, doch. Apprentice Merchant. Okay, ist das scheinbar doch derselbe? Nee. Ich habe keine Ahnung. Der hat 330 Leben, andere Sachen. Macht Schilde. Wir gucken mal, ob wir dagegen gewinnen. Ich hoffe mal. Oh nein, wir gewinnen damit nicht gegen. Ja, unser Problem ist, wir haben jetzt unsere Munition ausgeschossen. Jetzt warten wir. Hm. Die Musik ist zu laut. Mal leiser. Ist jetzt doof gelaufen, aber ihr seht unten hier so kleine Balken. Das geht zusammen und dann zieht sich das schnell ab. Aber das werde ich nicht schaffen, weil ich nicht genug Leben habe. Ich werde vorher sterben. Sehr gut, haben wir unsere erste Runde verloren. Let's go. Also, beziehungsweise das ist kein echter anderer Spieler, sondern das ist einer, der gemirrored ist, so wie ich. Also, es kann auch sein, dass ihr irgendwann dann gegen mich spielen würdet mit diesem Setup und wahrscheinlich besiegen würdet, weil ich suck balls. Get a friend, ist auch mal gut. Lose 10% max health, your weapons gain plus 10 damage. X, boah, und crit chance, eigentlich nicht schlecht. Oder XP. Dankeschön. Danke. Boah, Friend braucht. Wer braucht schon Freunde? Hm. Ich würde 30% Leben verlieren. Schaden verlieren. Aber halt nur einmalig kriegen die alle 10. Ne? Wer weiß, ob ich die Waffe halt so lange benutze. Dankeschön. Danke. Ich glaube, ich nehme erstmal die Erfahrung. Weil Erfahrung ist halt ganz gut. Also wie Backpack Battle. Ja, so ein bisschen. So, neuer Tag, neues Look. Wir kriegen übrigens, wir haben jetzt ein Prestige verloren. Für jeden Tag, den du weitergehst, geht logischerweise ein Tag weiter. Und dementsprechend, wenn du einen Kampf verlierst, kriegst du dann dementsprechend Prestige abgezogen. Also in Runde 2 würde ich dann 2 Prestige abgezogen bekommen. In Runde 3, 3 und so weiter. Sell Bronze Tier Junk Items. Das sind so Items, die ich dann wieder verkaufen kann und die dann andere Sachen boosten. Finde ich jetzt gar nicht so geil aktuell. Wir brauchen eigentlich eher andere Sachen. Aber wir haben ja noch ein bisschen. Also ich hole mir erstmal was anderes. Ich hole mir wieder die XP. Sell Items oder Sell Skills. Okay, ich will erstmal Items haben, weil ich habe Platz. Geil, die Powder Flask. Die ist mega. Also der Narwhal, der macht halt Schaden. Sekunden. Ist okay. Da ist übrigens ein Friend. Und ist einfach als klasse Friend noch. Piranha kennen wir ja schon. Die Powder Flask. Das ist ein Tool. Macht alle 4 Sekunden auf die rechte Waffe einmal Munition drauf. Und ich denke, da das unsere beste Waffe ist, die Cannon, sollte das... Okay. Das ist belastend. Resume. Die Server sind jetzt down für 2 Stunden. Das wollt ihr mich verarschen. Einfach bin ich doch jetzt sicher. Das kann nicht wahr sein. Ich wusste nicht, dass die Server offline gehen. Dankeschön. Danke. Ich fühle mich gerade ein bisschen beschmutzig. Okay. Ich muss das jetzt kurz auf Twitter abchecken. Ach, Entschuldigung, X. So, wie heißt denn das wohl? Bazaar. Gibt's das schon? Play the Bazaar. Folgen. This just in. We'll be taking down the servers within the hour for patch day. This patch will reset your runs. So please finish them ASAP.
The patch will take approximately 3 hours. And I will update the post with notes as soon as possible. Ich wusste nicht, dass die... Ich habe das Spiel gestern das erste Mal in meinem Leben gespielt. Und dann patchen die das heute, Alter. Oh Mann, das ist aktuell mein Go-To-Game. Ich habe jetzt gestern, gestern habe ich Meta vor Refantatio durchgespielt. Und das ist jetzt das Spiel, was ich die nächste Zeit only ballern würde. Das ist ja voll belastend. Danke, Dankeschön, danke. Rein in FM. Ich habe FM jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr gestartet. Ich warte auf das Neue. Meta vor, ich denke, da werde ich noch morgen mit Peter drüber quatschen. Im Podcast eventuell. Weil da haben wir gar nicht drüber geredet. Danke, Dankeschön. Danke. Das ist jetzt ja alles beschissen gelaufen. Ja. Wir streamen morgen Landwirtschaftssimulator. Guck gerade, was ich denn alles runtergeladen habe. Gut, ist jetzt nicht so das Problem, dass ich nicht auch noch was runterladen könnte. Worauf habe ich denn Bock? Ich habe eigentlich gerade, ich kann nur gerade an The Bazaar denken, Alter. Danke, Dankeschön. Danke. Dann geht's mit Stardew Valley weiter. Puh. Ist schwierig, da einen Termin zu finden, halt leider. Ja, ja, ich kann mir jetzt viel schreiben. Lass mich überlegen, was könnte man machen? Pal World. okay, komm. Machen wir einen Run in Magikraft. Ist ja auch kacke, wenn ich jetzt nach einer Stunde wieder offline gehe. Aber dann wird's halt heute ein kurzer Stream. War aber auch nur spontan. Alter, hätte ich das gewusst, wäre ich natürlich nicht live gegangen. Das ist ja super dumm gewesen. Hallo, Happy. Potato? Kann auch Potato gehen, ne? Ah. Danke, schön. Was hab's abgeholt cool, und gleich wieder offline. Yes, das war der Plan. Leider nein. Brotato hätte ich auch Bock drauf. Ach, komm, dann gehen wir in Brotato rein. Dann machen wir Brotato. Brotato. Brotato, Potato. Habe ich in den letzten Tagen auch ein bisschen gezockt. Könnte ich ein paar Fünfer machen. Magicraft, by the way, ist ein Video online gegangen. Nur ein Versuch, das war auch sehr cool.
Machen wir Brutato. Obwohl ich eigentlich viel mehr Bock hätte auf The Bazaar. Danke, danke schön. Naja. So, jetzt muss ich kurz gucken. Da. Und das. Und das. Wenn es denn... Achso. Vielleicht muss ich es auch anmachen. Huch. Habe ich kein Vollbild? Aha. So, jetzt weiß ich gar nicht, wo kommt da am besten die Facecam hin? Danke. Dankeschön. Danke, by the way, an Black Zap, Kartoffelhase, Constant Cubes, der Gustl, Omum, Chrissy Cross, Zenix, Smile W, Brumm, Sven, Simstern, Chakra, Setplayer One, Dark Vampire, Dave, NPA, Vagel Grip, Bananenbro, Takaido, Lerinja, Blue Mega und Elisabeth. Dankeschön für eure Subs. Wir haben ja alle Charaktere so freigespielt. Die neuen. Und ich habe jetzt mit dem einen halt Level 5 gemacht und dann habe ich halt weiter Meta vorgespielt, so. Unten rechts und sagen, ob Elite oder Horden und welche Wellen. Was steht denn unten links? Unten links sind die ganzen Sachen, ne? Die Items. Da kann ich nicht hin. Ich setze mich heute mehr hier um, als ich da die Spiele spiele. Mach ich mal ein bisschen kleiner und dann störe ich vielleicht hier nicht so sehr. Ah doch, da sind die Stats genau, ne? Na gut, komm, dann gehen wir nach unten. So. Müsste passen. Okay. Ja, Was spielen wir denn? Danke, danke schön. Danke. Der Erste, der Stopp schreibt, dann gehe ich drauf. Danke, danke schön. Danke. Okay, da habe ich den ersten Stopp gesehen. Wir spielen den Seeräuber. Wert von aufgesammelten Materialien plus 100%. Wenn du Material aufsammelst, wird die Abklingzeit all deiner Waffen zurückgesetzt. Minus 100% Angriffstempo plus minus 50% Materialien werden von Gegnern fallen gelassen. Ah, okay. Das heißt, ich kriege einfach mehr Materialien und ich muss meine Abklingzeit durchsetzen, indem ich Materialien aufsammle. Okay. Was ist da wohl eine coole Waffe? Der die Schleuder? Die Schleuder ist immer eigentlich gut. Eigentlich ist es immer die Schleuder. Schleuder ist immer noch die beste Waffe. Oh, Stufe 5. Moment, jetzt bin ich wieder falsch, ne? Ah, ist das ätzend. Ich spiegel mich kurz wieder. Danke, danke schön. Danke. So. Die Abklingzeit ist ja, also der schießt schon. Aber ist natürlich besser. Wenn ich Items kriege. Okay, geil. Dann check deinen Kämpfer setzen oder nicht. So, was wollen wir haben? Fernkampfschaden ist wahrscheinlich actually ganz gut. Ernte ist auch immer gut am Anfang. Wir kriegen auch kein Ernte-Minus. Wir haben auch weniger Zeug, was wir eigentlich kriegen. Glück ist eigentlich auch immer gut. Puh, ich mag Glück. Ich mag Glück. Am Anfang gehst du auch immer auf Waffen. Zumindest ist das, was ich immer mitgenommen habe, hart auf Waffen zu rollen. Donnerbüchsen, Ready to Win. Was ist denn die Donnerbüchse? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich jemals hatte.
Wir gucken mal, wie das läuft. Mit der Schleuder. Das geht ja auch beziehungsweise ganz gut hier gerade damit. Will ich denn ein Item haben, was den Sammelradius erhöht? Nein, ich habe Arcane nicht geschaut. Ach, guck mal, perfekt. Chance von 25%, ein Material sofort anzuziehen, wenn es fallen gelassen wird. Wahrscheinlich ist es auch sinnvoll, die Reichweite zu erhöhen, oder? Weil dann würde ich ja immer angreifen, egal wie weit die weg sind. Ich glaube, ich würde das nehmen, das Gecko-Baby. Technik brauchen wir nicht. Fernkampfschaden, let's go. Schleuder. Schleuder. Nicht mehr Bäume haben. Ja, mehr Bäume gleich mehr Items. Material. Was, wofür willst du haben? Mehr Reichweite für Real Life oder was? Worauf beziehst du denn deine Reichweite? Also wir können schon von unserer Reichweite aktuell ganz gut leben. Oder meinst du eine andere Reichweite? Ich weiß gar nicht, was ist eigentlich... Ist diese Map vom DLC viel schwerer? Das ist ja alles gar nicht mal so geil. Ja, Rüstung werden wir auch auf jeden Fall brauchen. Ich nehme mal die Bäume mit. Jetzt haben wir zumindest 6 Waffen. Nehme ich das Aufsammeln auch mit, weil das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Na, Rüstung scheißen wir erstmal drauf. Ah, hätte ich jetzt Bock auf den Bazar, Leute. Ah, kann einer der Mods das Spiel umstellen und vielleicht den Titel anpassen? Falls das nicht eh schon gemacht wird, weil ihr seid ja perfekte Mods. Ihr würdet ja niemals das vergessen. Dankeschön. Schon längst erledigt. Cookie. Sehr gut. Auf euch ist Verlass. Ach, guck mal, noch einer. Okay, vielleicht doch nicht. So, mehr Glück. Mehr Glück ist mal gut erstmal. So, wir holen uns mehr Fluch. Wir holen uns mehr Lebensraub. Ist nichts bei. Und wir holen uns noch eine Schleuder. Yalla. Spontan, ja, das ist ein spontaner Stream, der eigentlich Bazaar-Stream sein sollte, aber natürlich müssen die gerade heute patchen. Oh, ich werde gejagt. Ja, die Reichweite wäre schon nicht schlecht, eine höhere, ne? Da würde ich halt auch immer überall angreifen. Also wenn ich einmal in so einem Money-Money bin, dann ist ja quasi das Feld einmal clear sozusagen, ne? Das ist schon crazy. Das funktioniert schon ganz gut. Danke, danke schön. Danke. Mehr Leben. Angriffstempo lohnt sich ja gar nicht, oder? Schaden. Bäume direkt weg, ist sehr gut. Oh, die Sammelreichweite. Oh, nehmen wir die Sammelreichweite? Ja, schon, oder? Schon. Häufiger greife ich ja an. Das Glück nehmen wir mit, weil wir gehen nicht auf HP-Regeneration. Reichweite minus finde ich shitty gerade. Let's go. Fluch ist echt ganz geil. Gibt es einen Nachteil von Fluch? Habe ich mich jetzt schon immer als ich das gezockt habe, habe ich mich gefragt, lohnt sich Fluch nicht? Es lohnt sich doch immer, außer ich will diesen einen Charakter spielen, wo ich den freischalten will, wo ich keinen Fluch haben will. Jetzt will ich doch immer Fluch haben. Oh, aua. Aua. Man sammelt schon jetzt ganz gut ein, so, ne? Danke, danke schön. Danke. Ich greife es halt richtig häufig an. Es waren stärkere Gegner, die aber auch mehr droppen. Ja, deswegen. Das auf gar keinen Fall. Inventarschaden, schmutzig Schmutz. Rüstung, let's go. Das Häschen ist super. Das ist super. Das lohnt sich für mich nicht.
Was ist wichtig? Ich habe ausreichend schon im Minus. Danke, danke schön. Danke. Mehr Leben ist okay. Die Schleuder ist natürlich okay. Lebensraub nehmen wir mit. Ernte können wir eigentlich auch mitnehmen. Wir haben ja schon ein bisschen Ernte. Mehr Flucht, desto mehr Gegner. Ach so, es kommen dann auch mehr Gegner. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Ja, es ist jetzt schon so ein zweischneidiges Schwert, aber umso mehr Geld ich habe, umso besser kann ich mich ja auch ausrüsten, ne, denke ich mir. Dadurch schaffe ich auch umso mehr an Schaden. Eigentlich muss ich immer stehen bleiben, wenn kein Gegner in der Nähe ist, ey. Damit ich nichts einsammle an Items. Dann sammle ich mein ganzes Material auf und... Boah. Das ist ein Loot-Goblin. Ein Loot-Gegner. Ja, läuft. So, das nehmen wir natürlich auch mit. Wir haben eine Menge Glück. Gegner nehmen für 3 Sekunden 10% mehr Schaden. Brauchen wir nicht. Ernte. Komm, let's go. Explosionsschaden brauchen wir nicht. Hier brauchen wir nix. Coupon nehmen wir mit. Den Stock wollte ich erst drücken, aber brauchen wir natürlich gar nicht. Die Schleudern nehmen wir wieder mit. Wir schleudern uns ein paar. Hat Brille Vielmann? Habe ich die Brille übersehen? Nein! Ich wollte die Brille haben. Die Brille ist gut. Die macht Reichweite plus. Okay, die 2 Beute-Items will ich haben. Nehme ich jetzt für die Reichweite... Nehme ich das mit. Warum nicht? Minusrüstung ist schlecht. Reichweite plus ist immer gut. Ich will lieber die andere haben. Ich will mehr Reichweite. Ich brauche eigentlich nur die Reichweite, ne? Und krieg Minen. Nee, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich für mich nicht. Okay, ich dachte, ich hätte irgendwann übersehen. Weil die Brille ist halt super geil. Für Reichweite. Dann würde ich die ganze Feld hier rüber schießen. Oh, aua. Oh, voll reingelaufen. Sehr gut, Jay. Ich werde gejagt. Du kannst, wenn du richtig viele Mats kriegst, ey, dann greifst du so häufig an. Ist schon ganz geil. Ich burstest da halt so eine ganze Gruppe weg, wenn die da zusammen spawnen. Oh, aua. Da sind sie jetzt, die beiden. Drei! Geil, Alter, wir haben 3 Items gekriegt. Nice. Okay, eigentlich waren nur 2 geplant. Danke, danke schön. Geil, geil, geil. Nehmen wir. Ey, Textspeed ist Quatsch. Okay, wir büßen Reichweite ein. Dafür kriegen wir mehr Fluch. Nehme ich. Fernkampfschaden plus 2. Technik brauchen wir nicht. Ist mir auch zu... Das ist mir zu schlecht. Lebensraub pro Levelaufstieg finde ich gut. Das finde ich auch gut. Fernkampfschaden, let's go. Ernte nehmen wir auch nochmal mit. So. Ich weiß halt nie, ob dieser Metalldetektor sich lohnt oder nicht. Longterm wahrscheinlich schon. Aber ich kriege ja gar nicht einen doppelten Wert der aufgesammelten Materialien. Ich kriege ja viel zu wenig Material. Das lohnt sich, glaube ich, hier nicht. Das Glück nehmen wir mit. Die Chance von 50%, dass Beute-Aliens auftauchen, finde ich immer gut. Mal mehr Leben. Oh. Oh. Ein Material, wenn du einen verfluchten Gegner tötest. Mega geil. Mehr Gegner. Auch gut. Nehmen wir.
Schwarze Fahne ist super. So, ich würde auch die 10 Schaden nehmen, weil scheiß auf Angriffstempo. Das finde ich, das sind auch wieder nur 2 Fernkampfschaden. Fühle ich nicht. Danke, danke schön. Da ist aber wieder das eierlegende Teil. Okay, das kriegen wir kaputt, ohne dass es Eier legen kann. Das ist gut. Guck mal hier, wie wir hier clearen, Alter. Das geht voll ab. Wir haben keine Schnitte. Ich würde gerne dieses rote Item kriegen, wo ich alle Materialien anziehe. Ich glaube, das wäre insane crazy. Für den Charakter. Ich würde dauerhaft angreifen. Ich meine, ich greife jetzt schon echt ganz gut an. Da war ein Ei, da war ja ein bisschen langsam. Wir kriegen schon ganz gute Items. Und gut Material, meine ich. Ganz geil. Oh, schade, den Fluch hätte ich noch gern gehabt. Ja, nehmen wir, ne? Ja, nehmen wir. Nehmen wir die 6 HP. Boah, ich finde jetzt Ernte finde ich jetzt auch nicht mehr so krass. Wir nehmen den Fernkampfschaden mit. Wir nehmen die Schleuder mit. Okay. Plus 5% XP-Gewinn am Ende einer Welle und 50% während der nächsten Welle. Wir haben aktuell unter uns, also wir haben in Stufe 12 haben wir einen Elite-Gegner, in Stufe 14 eine Armee und Stufe 18 wieder einen Boss. Das wäre am Ende der Welle bis 20, weil wir wollen ja die 5er-Stufen schaffen. Kann sich schon lohnen. Wir müssen nur die Runde überleben. Hallo Debitor. Tee trinken ist immer gut. Ja, das sagt mir Happy auch immer. Chat, wie greedy sind wir? Danke, danke schön. Danke. Wir sind sehr greedy, oder? Oder wollen wir sterben? Doppelter Tee? Da haben die 200%. Ich mache ja nur Bosse, ne? Oh, ihr wollt mich sterben sehen, ne, ihr kleines Schweinchen? Ich will mich auch sterben sehen. Chance von 8%, 1 HP zu heilen, wenn du Material aufsammelst. Nein. Fernglas, mega. Nochmal würfeln, auch super. Alter! Ne, 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 ne. Ich mache mir nicht 300% Leben rein. Ne, 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 ne. Das sperren wir. Ne, 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 ne. Ich werde sowieso sterben. Ich gehe noch einmal. Okay, geil. Wir kriegen immerhin noch mal eine Schleuder. Okay, wir werden so sterben. Ach du Scheiße, ich krieg die gar nicht down. Ach du Scheiße. Der Chat, das war ein Fehler. Das war ein großer Fehler. Wir sind dead. Wir sind dead. Das ist der Tod. Das ist das absolute Todesurteil. Ich will überhaupt keine Gegner tot. Ich muss dann irgendwie überleben. Mama! Jetzt jagt mich das Fickding, Alter. Lass mich! Tee ist ungesund, meine Freunde. Irgendwer hatte gerade ein anderes Item gesagt. Warte mal, ich will nochmal zurückgehen. Also, merken wir uns, Doppel-Tee gehe ich nie wieder drauf. Was war denn da? Ah, die Laserwaffe, ne? Weil das ist die Abklingzeit eh scheißegal. Könnte auch insane gut sein. Ich try mal die Laserwaffe. Gucken, ob das funktioniert. Wollen wir aber auch Reichweite haben, ne?
Okay, wir nehmen wieder unseren unser Glück mit. Mehr Laserwaffen. Oh, ich könnte direkt Fluch reinballern. Yes! Nice! Und die Bäume nehmen wir auch direkt mit. Oh, geil. Geil. Ah! Warum schießt denn? Das schießt gar nicht instant. Ich dachte, die Abklingzeit wäre instant vorbei, aber das braucht erstmal 3 Sekunden. Also damit burst ich wahrscheinlich schon die Gegner gut um, ne? Muss nur an Materialien kommen. Danke, danke schön. Leben. Ernte. Laserweapon. Fluch. Baumholzhemd. Atz. Atz. Patz, 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 patz. Oh, geil, Alter. Du klirrst ja einmal das ganze Feld an. Ich schieße natürlich nur auf eines, ne? Hallo? Greif doch mal an da, Alter. Dauert das ewig. Danke, danke schön. Danke. Gucken mal. So, wir nehmen weiter die Ernte. Hier brauchen wir nichts. Alles Schmutzi-Schmutz. Perfekt. Die Reichweite nehmen wir wieder mit. 10% mehr Schaden gegen Ziele mit mehr als 75% Leben. Da ich die alle ja one-shotte im Zweifel, müsste das ja eigentlich mega geil sein. Und Angriffstempo interessiert uns nicht, oder? Ist doch richtig, oder? Ich bin klug. Ich bin ein Hirn. Wisst ihr, worauf ich jetzt Bock hätte, Chat? K-L-U-K, genau. Danke, danke schön. Danke. Burger-Döner, Alter, Burger doch nicht. The Bazaar natürlich. Ja, oder Tee. Hm, nehmen wir die Ernte mit. Nehmen wir die Rüstung mit. Nehmen wir die Lasergun mit. Noch mehr Lasergun. Der Fluch. Oh, der XP-Gewinn flat jetzt 50%. Nehmen wir mit, oder? Auch wenn das minus 2% Lebensraub ist, finde ich auch mega stark. So früh schon. Gib mir Mats. Gib mir Mats Hummels. Und die Reichweite ist noch nicht hoch genug, dass ich da über die gesamte Map baller. Komm. Ja, das ist schon stark, die Laserwaffen. Ich muss nur Items finden. Und je mehr Gegner ich finde, umso besser, oder? Und ich knall die alle weg. Oh, ich brauche die nochmal. Ich brauche mehr. Mehr Glück. Mehr Reichweite. Mehr XP. Mehr Taschen, mehr Laser. Ist das ein Projektil? Nein, schon durchbohren eins. Dann will ich ja die scharfe Kugel auf jeden Fall haben, oder? Der Trink ist leer. Dann das Neue. Scharfe Kugel, Alter. Wenn ich nackig bin und eine Rolle vorwärts mache, dann bin ich auch eine scharfe Kugel. Danke, danke schön. Danke. Na, guck mal, jetzt schießt das hier über die gesamte Map. Sehr schön, das wollen wir haben. Batz, 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 batz. Ja. Danke. Komm. Danke.
Clear die Map. Hallo. Das ist ein Gegner. Ein Money-Money-Gegner. Item-Gegner. Huh. Schieß! Oh, 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 oh. Geil, Alter. Noch das Item bekommen. Nice. Geil. 10% Tempo. Lebensraub. Mega. Mega. Hm, auch gut. Hm, ja. Nehmen wir. Insane. Insane. Oh. Ui. Ui. Yam, 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 yam. Leben am Limit. Ja. Muss man ja auch. Junge, ey. Ich burste die Gegner so weg, ey. Gib mir Mats! Ich brauche mehr Mats! Ah! Danke, danke schön. Danke. Ah! Ich weiß nicht, ob der Clear mit dem... mit dem Schleuder nicht geiler wäre. Dankeschön. Danke. Ich schieße immer alle auf denselben Gegner. Nee. Ja, komm. Was? Ich krieg 3 Fluch. 3 Fluch für einen Fernkampfschaden, Chat? Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Wollen wir nein? Nee. Na gut. Ausweichen Tempo, Max Health, Lebensraub. Oh, Max Health, ne? Wir kriegen ja ganz schön auf die Fresse. Fernkampfschaden, Geilon. Ah ja. Hallo, Reichweite. Hm, HP-Regeneration beim Aufstieg. Ja, ich habe ja gute Erfahrung, ne? Die ich so kriege. Die Laserwaffe nehmen wir natürlich mit. Die Laserwaffe nehmen wir natürlich mit. Kann ich nicht. 12% Schaden für Reichweite, warum nicht? Wir haben ja schon ein bisschen Reichweite geballert. Oh, ich hätte gar nicht rerollen müssen. Naja. Bumm. Bumm. Bum, bum, bum. Die kriegen einfach 500 Schaden in die Fresse, wenn die... Ah, ein bisschen weniger. Die kriegen auf jeden Fall gut Schaden ab. Danke, danke schön. Danke. Ja, wenn ganz viele Gegner kommen, ist das eigentlich ganz geil. Jetzt habe ich so ein Problem. Jetzt kommen keine Gegner, das fuckt ab. Yo, Alter, wie lange schießt das denn? Boah, also die Haie da mal eben so zu one-shotten ist schon not bad, ey. Das Durchbohren gönnt auch. Ja. Ja, jetzt haben wir kein Glück, ne? Aber die HP-Regeneration ist schon okay. Und mehr Leben ist immer gut. Scheiß auf Ausweichen. Nee. Yo. Weiter. Du hast 0 Pro. Nee, ich hab mehr als 0 HP-Regen. Ich hab doch das Item aufgesammelt, wo ich pro Levelaufstieg einen krieg. Und ich habe ja das Sensei, die Sensei-Bohne. Also ich müsste gleich, ich müsste irgendwann bestimmt so 10, 10, 15 haben. Hoffe ich. Irgendwann am Ende.
Und ich kann halt auch auf Minus gehen, das stört mich dann nicht. Alter, ist der mal tot? Mehr Bäume wären nicht schlecht. Das ist schon krass, ne? Also die gehen schon echt gut down mit dem Materialzeug. Mit dem Durchbohren sowieso. Das knallt schon rein. Glück. Rüstung. Laserwaffe. Reichweite. Geil, mit Fluch. Mega gut. Wir haben genug Tempo. Wir nehmen die Rüstung mit. Wir brauchen ein bisschen. Ohuhu. Schmackofatz. Das ist alles Schmackofatz. Das ist geil. Das ist geil, das ist geil. Das ist geil, das ist geil, das ist geil. Das ist geil. Nehmen wir mit. Danke, danke schön. Danke. Weiß gar nicht, bis wann man noch Ernte stackt, ab wann sich das lohnt. So bis Runde 10? Wenn es denn lohnt bei dem Charakter? Weiß ich gar nicht, was da sinnvoll ist. Komm, schieß. Ohohohoho. Einmal Face tanken, kurz für die Mats. Ein Blobfisch. Ich würde gerne wieder die schwarze Fahne haben. Und jetzt würde ich gerne auch ein bisschen Tee trinken wieder. Wobei, vielleicht lohnt sich das jetzt auch nicht mehr, weil wir schon Level 10 sind. Man merkt auf jeden Fall schon jetzt die 5% mehr Gegner, finde ich. Aber ist okay. Wir sind 3 Level aufgestiegen. Das ist mega gut. Wir haben jetzt schon 8 HP-Regeneration. Gerade waren wir noch bei 0. Brauchen wir nicht. Sammelreichweite, geil. Wir nehmen die Rüstung. Wir nehmen den Fernkampfschaden. Auch über Runde 10 hinaus, okay. Ja, Glück. Nicht okay. Danke, danke schön. Reichweite brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Tempo ist auch nicht schlecht, damit ich schneller bin, damit ich ausweichen kann. Lebensraum oder komm, Tempo. Tempo, Tempo, Tempo. Zack, 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 zack. Alles. Alles einmal zum Mitnehmen, bitte. Danke, danke schön. Ausweichen haben wir ja gar nicht. Crit-Chance haben wir auch nicht. Brauche ich Crit-Chance? Kann man machen, ne? Mach ja so viel Schaden. Da würde ich eigentlich die Bosse richtig wegballern. Wenn ich mehr Crit hätte. Vielleicht lohnt sich Crit. Vielleicht ist das auch jetzt ein bisschen spät. Das machen wir nicht. Wir haben gleich einen Boss in der nächsten Welle. Das nehmen wir mit. Die Rüstung nehmen wir mit. Ja, okay, ich kriege auch keinen Crit. Vielleicht ist das Fehler gewesen. Okay. Langsamere Gegner ist immer gut. Lebensraub und 28% Glück nehmen wir auch noch mit. So, jetzt kommt der Boss. Da oben ist er. Geil, erstmal voll rein. Alter, nochmal voll. Alter. Okay, der stirbt schnell. Aber ich kriege auch Schaden. Okay, nice. Okay, der war echt schnell weg, wenn ich mal ein bisschen Mats bekommen habe. Holy moly. Crazy. Der war sehr. Jetzt dieses Sif-Item. Ja, wir sind echt gut tanky jetzt. Wir haben echt gut Schaden. Können ein guter Run werden. Moin, Kitty Cat Cakes. Hallo. Ich habe heute Post bekommen. Ich habe sie noch nicht geöffnet, weil ich keine Zeit hatte.
Ich könnte mir vorstellen, was da Schönes drin ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ganz geil ist hier, was ich habe. Wir scheißen auf Crit. Ich glaube, da muss ich morgen noch eine Insta-Story zu machen. Oder vielleicht nachher. Nee, schon zu spät. Morgen. 5 Fernkampfschaden, 10% Schaden, mehr Reichweite. Mega geil. Wir scheißen auf Crit. Rückstoß, wenn du dich nicht bewegst. Das bringt uns gar nichts, weil wir nicht wirklich da so geile Zeug haben. Schaden. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Nee, wir meinen die Crit-Chance jetzt nicht. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Boah. Und neu. Ja, Fernkampfschaden pushen ist immer gut. Habe ich gerade 1% Crit gemacht? Glaub schon, oder? Alter, ich laufe natürlich genau in die rote Kugel rein. Oh, und ich laufe nochmal in die rote Kugel rein. Junge, was ist falsch mit mir? Das ist mein Go-To-Guy-Spiel gewesen, als ich meinen Finger gebrochen hatte. Damals nach dem Card Invitational. Da habe ich so viel Brotato gezockt. Das war insane. Weil man konnte nicht viele andere spielen mit einem gebrochenen Finger. Ah, vor 3 Jahren, oder? So alt ist dieses Spiel schon. Holy moly. Aber immer noch geil. Immer noch eines der besten so dieser Arena-Spiele. Nee. Ich muss mich bewegen. Mehr Leben. Mehr Rüstung. Oh. Oh. Ah, die sind beide lecker. Die Donnerbüchse sagte dir, sei geil, ne? Abklingzeit wird beim Aufsammeln vom Material zurückgesetzt. Aber wird's ja sowieso schon. Das macht ja eigentlich gar nicht so viel Sinn. Die Donnerbüchse zu nehmen. Klingt seit 10 Sekunden. Hä? 10 Sekunden? Wieso ist das so hoch? Aber die Laserwaffen sind doch da viel besser. Dankeschön. Danke. Ja, bei anderen Chars hätte ich auch gesagt. So, wir nehmen das hier mit, das hier mit, das hier mit. Rerollen. Sammelreichweite, gut. Nochmal Rüstung. Wir haben gut Rüstung. Danke, danke schön. Danke. Nee. Nö. Ich weiß, dass ich minus 100 hab. So, die Gegner machen mehr. Oh, die Gegner machen Schaden. Gut, ich auch. Let's go. Das sieht doch gut aus hier. Und die kommen mir gar nicht irgendwie in die Nähe. Der mega easy alles. Mir gar keine Schnitte, die Gegner. So will ich das immer haben. Dauerhaft am... Okay. Aber meins. Dauerhaft am Schießen. Alles One-Shotten. Herrlich. Ich will noch mehr Gegner haben. Guck mal, ist das easy. Das kann ich ja gar nicht mehr verlieren. Nochmal Lebensraub. Ja. Schaden. Fernkampfschaden. Da haben wir doch hier unsere schwarze Fahne. Let's go. Der Durchbohrungsschaden, den können wir natürlich erhöhen. Das ist gut. Mehr Leben auch gut. Die beiden Sachen gut. Sammelreichweite auch nochmal gut. Hm. Gut, da sind aber schöne Sachen jetzt hier. Womit fange ich denn an? Damit und dann das weg und dann das sperren.
Das ist doch nice. So, Level 15 kommt ein Boss und Level 18. Guck mal, wie easy das Game ist. Ich kann einfach stehen bleiben. Okay, kann ich nicht. Mir fehlt das Ziff-Item. Wo sind Mats? Oh, warum kommt da so wenig? Von wegen, die lassen wenig, 50%. Was ist das? Wo sind die Mats? Kommt so wenig gefallen gerade. Was soll das? Alter! Kann da mal mehr kommen? Eine Kacke. Ich renne die ganze Zeit meinem Mats hinterher, der kommt nix. Das war ja kacke. Ja, mehr Fernkampfschaden. Oh ja, wenn man die Sammelreichweite hoch, nicht? Hm, lohnt sich das noch bestimmt, oder? Ja. Da lohnt sich das. Ich würde sogar das sagen, könnte sich lohnen. Oh, hä? Aber wir sind schon bei Stufe 15. Huch. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Gib mir mehr Items. Ja. Nice. Okay. Der Boss ist easy annihilated worden. So wie Nia Jax ihre Gegner. Wir haben so viel einfach auch noch an Heilung. Ich kann eigentlich auch alles facetanken, oder? Jetzt einfach alles rein, mal gucken, wie das funktioniert. Ah, okay, vielleicht nicht zu viel. Vielleicht soll ich ein bisschen noch aufpassen. Prozent mehr Schaden, plus 50% Reichweite, plus 15%, plus 15 Rückstoß, stößt Gegner in der Nähe alle 3 Sekunden zurück. Ist ja nichts Negatives eigentlich, ne? Nehmen. Mehr Schaden, nehmen. Mehr Leben, nehmen. Mehr Rüstung, mehr Schaden. Laserwaffe nehmen wir noch. Hier ist nix. Pro ein... Ach so, pro Rüstung ein AP. Ja, warum nicht, ne? Why not? Okay. 16. Jetzt müsste ich sie ja komplett auch wegstoßen. Wenn die denn mal überleben. Eigentlich ganz geil. Ja, Terne habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Die ist neu. Hab ich irgendwo freigeschaltet. Ich habe die noch nie bekommen, glaube ich. Mich zumindest nicht dran erinnern. Stoße ich damit auch Bosse zurück? Wahrscheinlich, ne? Das wäre zu krass. Ja, ich krieg keine Items. Keine Mats. Weil genug Gegner sind dafür. Das ist halt dann ein Problem, ne? Ohne Mats keine Competition. Ne, ohne Mats keine Party. Ja. So gut aus. Mehr Leben. Wir sind jetzt bei 107. Let's go. The Gecko Boy. Noch mehr Reichweite. Noch mehr Chance, da was zu ziehen. Let's go. Lohnt sich der Spiegel, ey. Muss aber auch wirklich ein gutes Item sein, ne? Ach, wir gucken mal.
In der nächsten Runde kriegen wir den Spiegel dann. Vielleicht haben wir da aber Glück. Wäre geil. Wenn wir irgendwas Fettes kriegen würden. Mats! Danke. Danke, 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 danke. Ja! Ballern, Dauerballern. Let's go. Das ist das, was ich sehen will. So nämlich. Baller, 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 bing bong. Ja, 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 ja. So nämlich. Ja. Guck dir das an. Das ist schön. Hier wird die ganze Zeit geballert. Mehr als auf Malle. Danke, danke schön. Danke. Ja. Mehr. Oh. Ah, das ist doch so ein Dulli. Ja, nice haben wir noch. Oh, da war noch so ein Fluchdulli. Das war lecker. Ja, das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Ja, lohnt sich jetzt Glück? Lohnt sich das? Das lohnt sich alles nicht. Okay, das lohnt sich halt auch alles nicht. Okay, Fernkampfschaden, let's go. So. Holen erstmal eine verfluchte Superwaffe. Rerollen. Oh! Oh! Oh, wow, 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 wow. Okay, ich glaube, das ist mit das Beste, was ich hätte kriegen können. Plus 20% von Gegnern fallen gelassen, mal fucking 2. Holy moly. Mmm. Ui, das schmeckt. Mmm. Das wird lecker. Und noch eine verfluchte Waffe, lol. Cool. Holy cow. Okay, das nehmen wir auch noch mit. Yo, 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 das wird wild. Ah, bist du schon in der letzten Welt? Ah, ne, wir sind bei Level 20. Ja, okay, ist aber so, ne? Ich glaube, ich muss mich nicht mal allzu anstrengen hier. Der Schaden ist halt auch crazy, ne? Der Seestern ist jetzt halt komplett krank. Wie viel Mats wir kriegen. Also wenn ich das jetzt noch verkacke, ne? Dann muss ich Brotato deinstallieren. Guck dir mal, ist das easy alles. Ist das alles easy. 821. Okay, gut. Haben oder nicht haben, ne? Noch mehr HP-Regeneration, noch mehr Rüstung. Tomate. Das lohnt sich nicht. Guck mal, wir sind so gut sogar ausgerüstet. Gar nicht gebrauchen. 10% HP-Regeneration plus 2% HP-Regeneration alle 5 Sekunden bis zum Ende der Welle. Ich habe 36 HP-Regeneration. Wie soll ich das noch sterben? 25 Lebensraub. How? Wie? Da kann ich doch nicht mehr sterben. Okay, das lohnt sich vielleicht nicht mehr ganz so am Ende der Welle. Es kann ich nicht sterben. Guck mal, wie viel Leben ich... Guck dir, ich bin voll wieder voll. Kann ich nicht sterben. Nee, das kann ich nicht mehr verkacken. Never. 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 Never, ever, 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 ever. Ja, da jinx ich so viel weg, das kann ich nicht mehr verkacken. Ich zerfick doch die ganzen Gegner. Die Bosswelle wird gleich 10 Sekunden dauern. Die letzte Runde. Boah, wie viel Mats ich hab, Alter. Pro Runde krieg ich 1000 Mats. Das ist komplett nuts. Komplett. Ich hab 1400 Mats.
Das kann nicht schief gehen. Das können wir nochmal aufwerten. Hat eigentlich Explosionsschaden? Nee, ne? Nee. Oh ja. Oh, das wird ja richtig, richtig schwer. Ob ich das schaffe mit 25% mehr Schaden gegen Bosse? Oh, ist das lecker. Oh, geil, nochmal durchbohren. Wird ein Gegner getroffen, sinkt sein... Ah, brauchen wir nicht. Geil. Okay, wir haben auch komplette rotes Equip. Also ich war, glaube ich, noch nie so OP wie jetzt. Noch nie. Tempo haben wir. Ach komm, 16 Rüstung, let's go. Mehr Tempo, alle, yalla, yalla. So. Nee, das mal. Nee, nee, nee. Stehen bleiben mal nicht. So. Jetzt ficken wir. Huh! Erste Boss down. Gib mir Mats! Das kann man nicht mehr verkacken. Told you. GG. GG. Schade. Unon? So nicht. Ja, nice. Haben wir wenigstens noch was geschafft heute. So. Habe ich wenigstens noch was gemacht. Muss mal gucken, ob ich... Ja, morgen wird es ein bisschen eng mit... Nochmal in Bazaar reinschauen. Weil wir morgen Abend auch um 19 Uhr nochmal Farming Simulator streamen. Das muss ich noch installieren. Das ist ein bisschen zwonkelig bei uns. Das habe ich, das haben wir nicht auf Steam. Das haben wir per Download von denen bekommen. Auf der Seite. Da muss ich das gleich nochmal machen. Okay, Chat. Ja, wie gesagt, das war ja auch ein... Das sind nur 35 GB. Okay. Ja, war ja ein spontaner Stream. Ich gucke jetzt nochmal, ob Bazaar funktioniert. Ich gucke nochmal, ob Bazaar funktioniert. Würde mich sehr wundern. Aber vielleicht funktioniert ja. Vielleicht funktioniert es ja. Dann spiele ich noch eine Runde Bazaar, sonst raid ich. An die Leute, die Bazaar zocken, leider nicht. Das geht schlecht. So. Schauen wir mal. Spiel startet nicht. Perfekt. Ah ja. So. Black Screen bei mir. Sind Bazaar-Videos in Planung? Ja, eins. Nur ein Versuch bislang. Ich würde lieben gerne auch mehr zu machen, aber ja. Resume. Okay, ich kann Resume drücken. Da stand ja drin, dass man es nicht machen kann, ne? Ah, oh, Connection Issue. Unable to connect to the server. Belasto. Belasto. Okay, Chat. Gehen wir hin. Das war ein kleiner Snack für heute zwischendurch heute. Vielen, vielen Dank an die ganzen Subs. Da kam ich noch wieder viele Subs, by the way, rein. Wen haben wir denn? Spielt irgendwer noch Brutato? Eine super kleine Streamer. Haben wir noch irgendwen? Danke, danke schön. Danke. Kann man denn eine Freude machen? Ich schicke euch zu Maluna. Die spielt Minecraft. Ich glaube, die spielt bei Craft Attack mit, ne? Ich glaube, die spielt bei Craft Attack mit. So, gerne alle rein in den Chat. Vielen, vielen Dank für den Abend. Das war ein schöner, kurzer Abend. Ein kleiner Quickie sozusagen.
Der Tiroler, Missgewitterhexe, Schlappendieb, Sir Lauchzelot, Flink FX, Vigo Remembers, The 13 Teddy Killer, Tofero Kronor, Sir Mulus, Nick Kurzl, Fienchen, Mufti, Bunnyline, It's Me, Mirko, Solalal, Tyro, Dinst, Herr Yannick, Silberfisch, Lapis Lazuli, Mokkaboss, Get This, Milchrahmen, Marcel, Malcolm Quarter, Wetzi, Amy, Skullcrusher, Bloody Grin, The Lion, Lord Bashmore, Basketmacher, Lucio BVB, Daniel, Money FT, Bro, DKV Adi, Bono Bosso, Parien 40k, Liraiko, Dankeschön für all eure Subs. Da waren heute echt eine Menge dabei. Ich bedanke mich wirklich herzlich dafür. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und ja, der nächste Stream, habe ich das schon gesagt? Ich glaube, ich hatte das schon gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, ist morgen. Und zwar, um ganz genau zu sein, um circa 11.15 Uhr. Ja, plus minus, ihr wisst Bescheid. Und jetzt sind noch 5 Sekunden da, dann muss ich upgraden. Tschüss, Chat, bye bye.